Manche Marken sind für ihre Ausrüstung richtig berühmt geworden. Manche werden maßlos unterschätzt und manche greifen immer wieder solide und irgendwie ganz bewusst ins Klo. Was welche Marken können und was nicht, darum geht es heute bei der Alpen Academy. Kurz bevor ich rüberschalte zu Sebastian an den Techniktisch, muss ich gleich vorweg noch sagen, das ganze Thema ist natürlich super subjektiv. Aber es gibt auch einige Punkte, die objektiv betrachtet gut oder schlecht sind. Ich versuche das bei den einzelnen Themenbereichen möglichst gut voneinander abzugrenzen, damit für euch klar ist, was echte Schwachpunkte sind und was nur meine Meinung zu einem Thema ist. Trotzdem will ich euch meine Meinung nicht vorenthalten. Da das Thema so unglaublich vielschichtig ist und es nicht nur schwarz und weiß gibt, ist das alles aber auch gar nicht so leicht zu behandeln. Wir unterteilen die einzelnen Stärken und Schwächen der Firmen also in Textilien, also Bekleidung und technische Ausrüstung. Denn da gibt es markenintern meist die größten Unterschiede in der Qualität und so könnt ihr euch vielleicht davor schützen, ein Markenfanboy zu werden und wirklich von jeder Firma nur das zu kaufen, was wirklich das Beste ist. Starten wir jetzt rein in meine Analyse der größten Marken- und Sportartikelhersteller. Auf geht's zum Techniktisch zu Sebastian. So, wir sind wieder am Techniktisch. Juhu! Und ich habe euch ganz viele, eigentlich habe ich euch nur einen minimalen Auszug meiner Ausrüstung mitgebracht. Und das werden wir jetzt verwenden, um so ein bisschen klarzustellen, was Marken können und was eigentlich nicht. Und da fangen wir gleich mal bei der Marke an, die mich im Bergsport so von Anfang an so ein bisschen begleitet hat. Nämlich der Marke Salewa. Salewa ist fast schon eine Kultmarke. Man kennt sie, sie ist riesengroß. Und ich muss sagen, in der Bekleidung, in den Textilien, da stellt sie wirklich tolle Sachen her. Wir haben hier wahnsinnig tolle Skitourenhosen von Salewa. Sie produzieren unglaublich gute Hardshelljacken, die vor allen Dingen preiswert sind. Also sie sind nicht die Oberliga in dem Segment Textilien, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie sind definitiv nicht schlecht und sie sind dafür preislich gesehen relativ in Ordnung, wenn man sie jetzt zum Beispiel mit Marken wie Ottobock und Co. vergleichen würde. Da kommen wir dann gleich zu. Deswegen in den Textilien sind sie wirklich stark und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut brauchbar. Das Ganze gibt es auch bei den Daunen. Das Ganze gibt es, also die Daunenjacken von Salewa. Absolut brauchbar, absolut gut funktionierend. Finde ich wirklich gut. Auch T-Shirts, alles. Also wirklich die Bekleidung von Salewa, da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Die funktioniert sehr, sehr gut. Sie haben natürlich auch mal ein paar Sachen drinnen im Sortiment, wo ich sage, das funktioniert doch irgendwie gar nicht so wirklich gut. Oder die Funktionswäsche, die stinkt wie Sau. Klar, aber grundsätzlich kann man sagen, das ist absolut in Ordnung. Was kann Salewa nicht? Salewa kann Technik nicht. Und ich weiß, da gibt es auch andere Stimmen dazu und andere Meinungen dazu. Aber persönlich muss ich sagen, technische Ausrüstung und Sicherheitsausrüstung würde ich von Salewa nicht mehr kaufen. Ich habe ein Paradebeispiel mit, was perfekt meine ganze Problematik stützt. Pickel. Das hier ist ein Salewa-Pickel, der Salewa Pro Grip. Und das war mein allererster Pickel, den ich jemals in Verwendung hatte. Und ich muss sagen, ich war nicht unglaublich unzufrieden. Bin ich bis heute. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein wahnsinnig schlechter, miserabler Pickel ist. Aber über die Zeit, über die Jahre, habe ich eben auch andere Pickel kennengelernt. Von Petzl, den Ultralight. Den Glacier heißt er, glaube ich. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieser Pickel eigentlich sehr viele Macken und Schwächen hat, die ich mittlerweile jetzt noch Jahren später nicht mehr akzeptieren kann. Das ist zum einen, dass er absolut stumpf geliefert wird und man kauft den auch extrem stumpf. Also ich habe den wirklich lange, lange schleifen müssen, bis der überhaupt irgendwie brauchbar war. Und ich muss sagen, natürlich, es ist jetzt kein Eisgerät oder irgendwas, wo ich sage, ich brauche den super scharf, aber die Spitze hier vorne, die ist wirklich stumpf, also komplett stumpf. Alles hier ist stumpf. Die Hauer hinten ist stumpf. Und das nächste, was dazu kommt, er ist unglaublich schwer. Für das, von der Länge her, wenn man die zwei vergleichen möchte, dann ist der hier leichter.
Er ist solider gebaut und der hier ist einfach, und der ist, glaube ich, sogar, der ist sogar billiger. Zum Thema Petzl kommen wir gleich. Und insgesamt weiß ich nicht, warum man sich den Pickel kaufen würde. Heute würde ich es nicht mehr tun. Als Anfänger habe ich es gemacht, weil ich mir dachte, es ist ein guter Pickel. Wie gesagt, das ist halt das Problem. Es ist kein schlechter Pickel. Ich sage nur, dass es sehr, sehr viele gibt, die es deutlich besser machen können als der da. Und dann hat Salewa auch einen Nachfolger rausgebracht. Das ist der aktuelle, den man auch überall aktuell im Handel findet. Der ist ebenfalls nicht gut. Das kann ich euch gleich vorweg sagen. Er ist gewichtstechnisch ebenfalls nicht gut, wenn man ihn mit den Konkurrenten vergleichen möchte, auch preislich. Da gibt es keinen Grund, den zu kaufen. Und das ganze Problem bei Salewa und der technischen Ausrüstung: ich kann den Pickel ohne Probleme aufs Gewand drauflegen, weil er ist so stumpf. Das gleiche Problem gibt es bei den Steigeisen. Es gibt Salewa-Steigeisen, die sind mittlerweile wirklich schon relativ lange am Markt. Und wenn man sich so durch die Bank die Bewertungen da durchschaut, das ist nichts. Die rosten unglaublich schnell. Sie sind nicht so stabil, wie man das gerne hätte. Der Steg ist nicht so stabil. Es wirkt alles wackelig. Es wirkt alles schlecht verarbeitet. In den Körbchen-Varianten sind die Körbe schlecht verarbeitet. Salewa kann das einfach nicht. Und sie haben, glaube ich, auch kein Interesse daran, das wirklich viel besser zu machen. Und deswegen schaut man sich einfach bei anderen Herstellern um. Gehen wir also jetzt zu einem Hersteller, der Technisches wahnsinnig gut kann. Und zwar die Firma Petzl. Die Firma Petzl stellt technische Gerätschaften her, die meiner Meinung nach am Markt, was die Qualität betrifft, fast unangefochten die besten sind. Wenn man es jetzt im ganzen großen technischen Spektrum betrachten würde, könnte ich sogar sagen, Petzl ist die absolute Nummer 1. In ein paar Bereichen, muss ich aber sagen, gibt es dann noch ein paar Konkurrenten, die das vielleicht etwas besser machen. Da fängt man an bei den Pickeln. Die sind, würde ich sagen, einer der besten Pickelhersteller auf der Welt. Dann haben wir Eisschrauben. Mit Abstand der beste Eisschraubenhersteller der Welt, weil mit den Laser Ultralights unfassbar leicht, also lächerlich leicht, das Mikrotraktion von Petzl, die Karabiner von Petzl, das ist alles unfassbar hochwertig, das ist alles unglaublich intelligent auch gemacht. Also ich habe Karabiner von Climbing Technology zum Beispiel, ist auch keine schlechte Firma, würde ich gar nicht sagen, aber diese Karabiner fühlen sich nicht so wertig an, vor allen Dingen im Handling. Die Schelle fühlt sich irgendwie billig an, und das wirkt alles nicht so professionell und so durchdacht. Man merkt einfach, dass Petzl da die längste Erfahrung hat, die meiste Erfahrung hat und einfach die hochwertigsten Produkte herstellt. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, zu einem ganz schön ordentlichen Preis. Also Petzl ist teuer. Das ist unbestritten. Das ist teuer. Und das muss man sich wirklich leisten wollen. Und mittlerweile gibt es eben diese günstigeren Alternativen, wie zum Beispiel Climbing Technology, die sagen, wir bauen sowas Ähnliches wie ein Mikrotraktion, sowas Ähnliches. Den Ropeman, den kann man sich anschauen. Der ist deutlich günstiger als das Mikrotraktion, hat aber ein paar kleine Einschränkungen. Also es gibt ja mittlerweile für alles auch irgendwo, gerade im technischen Bereich, immer eine kleine Alternative. Was kann Petzl denn nicht? Alles, was so Textilien ist und sowas, alles, wo kein Metall verbaut ist, da ist Petzl nicht so unglaublich gut darin. Zum Beispiel also bei Thema Gurte und sowas, doch, schon, sind sie auch sehr, sehr gut. Der Altitude zum Beispiel oder der Petzl Fly, das sind absolute High-End-Gurte, wo ich sagen würde, unangefochten. Aber Rucksäcke zum Beispiel, der Kletterrucksack von ihnen, der Seilsack von ihnen, das sind Sachen, da sehe ich qualitative Mängel. Ich habe zudem schon mal ein Video gemacht, uraltes Video, aber da habe ich schon mal ein Video zu dem gemacht. Da habe ich einen großen Kritikpunkt, der für mich nicht passt. Und das ist einfach billige, schludrige Verarbeitung, die man so von ihnen nicht kennt. Aber das ist eben der Punkt. Auf der einen Seite technisch wahrscheinlich die Nummer 1 auf der Welt. Auf der anderen Seite bei den Textilien, bei manchen anderen Sparten, auf die sie nicht so spezialisiert sind, sind sie daneben keine Profis. Kommen wir zu einem weiteren wahnsinnig tollen Hersteller, nämlich Grivel. Grivel ist, was die Bekleidung und Textilien betrifft, mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt Bekleidung in dem Stil machen. Ich weiß, was sie wirklich gut machen, nämlich das da, Steigeisen. Und was sie auch noch gut machen, Eisgeräte. Das machen sie beides wirklich, wirklich gut.
Fangen wir bei den Eisgeräten, übrigens auch Pickel, wenn ihr jetzt keine Eiskletterer seid, Pickel können sie genauso gut. Die sind wirklich gut verarbeitet, die sind intelligent verarbeitet, die können echt einiges, die gibt es auch in verschiedenen Varianten, die North Machine, die Light Machine, das sind wahnsinnig tolle Eisgeräte. Du merkst einfach, wenn du die in der Hand hältst, da hat einfach wer nachgedacht. Petzl kann das auch, möchte ich ihnen gar nicht absprechen, aber ich finde die von Grevel einfach sogar nochmal ein Stück besser. Kann ich mal gerne ein eigenes Video zu Eisgeräten machen, wenn es euch interessiert, oder zu Pickel. Aber das ist eben so ein Punkt, da würde ich eben sagen, Grevel, Petzl, das sind technische Monster, die sind halt dann in der im textilen Bereich einfach nicht so ideal. Übrigens zu Petzl kann ich auch noch sagen, weil ich das vergessen habe, Steigeisen sind sie natürlich auch unfassbar gut. Also die Petzl-Vasak zum Beispiel, das sind ganz klassische Petzl-Steigeisen, bei denen man die Qualität auch einfach sieht, wo dann die Körbe vorne sogar extra mitgeliefert werden beim Preis, die eine geniale Preis-Leistung mitbringen. Einfach top. Also da sieht man einfach, dass die technisch wirklich was drauf haben. Wenn euch technisches High-End-Material interessiert, schaut euch bei der Firma Petzl um. Bei Textilien eher nicht so. Grevel kann das Ganze aber auch ganz gut. Ich habe jetzt die G22. Das sind eher so in die Richtung Eisgeräte, können aber theoretisch auch noch für Hochtouren, anspruchsvolle Hochtouren, Nordwände etc. verwendet werden. Ebenfalls absolut geniale Steigeisen. Tolles Gewichtsverhältnis, tolle Leistung, unglaubliche Robustheit, Stabilität. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, ist vielleicht alles Platz für ein eigenes Video. Es geht ja im Grunde genommen um etwas anderes. Kommen wir zu einer weiteren Firma, die mich in der Vergangenheit wirklich erstaunt hat, aber auch irgendwo enttäuscht hat. La Sportiva. La Sportiva ist für die technische Raffinesse im Bereich Kletterschuhe und Co. bekannt. Und da muss ich ehrlicherweise einen Haken drunter setzen, auch bei Schuhen, unglaublich gut, und sagen, das können sie, das ist wirklich gut. Kletterschuhe, Bergschuhe, Wanderschuhe, Trailrunning-Schuhe, alles super. Natürlich haben sie auch immer wieder ihre Mängel und natürlich hat man auch beim Cube im letzten Video gesehen, das ist auch irgendwie, da gibt es auch wieder so ein paar Sachen, wo ich sage, das ist nicht notwendig, aber grundsätzlich gute Technik, da stecken gute Produktdesigner dahinter, die machen alles richtig. Aber dann gibt es eben auch Textilien von dieser Firma. Es gibt auch Kletterhosen zum Beispiel. Die spezialisieren sich, was die Textilien betrifft, sehr aufs Klettern, sind aber auch im Bereich Hochtouren, Skitouren und so mit Daunenjacken, mit Primaloftjacken etc. im Markt drinnen. Und ich muss sagen, schwierig. Würde ich nicht unbedingt kaufen. Wir haben zum Beispiel bei den Hosen ein unfassbares Nahtproblem. Und ein unfassbares Materialproblem, was die Abnutzung betrifft. Das kann ich vergleichen, weil ich habe ganz viele verschiedene Marken an Hosen fürs Klettern und ich habe die alle zu gleichermaßen verwendet. Wir haben hier einmal im Schritt, reißt auf. Und dann haben wir ein großes Problem, die Taschen. Minderwertige Qualität. Der Abrieb ist hier enorm. Der Abrieb ist nämlich so enorm, dass sie tatsächlich Löcher machen. Und das ist was, das ist nicht notwendig, das ist einfach schludrige Verarbeitungsqualität, das muss man so nicht machen, da gibt es einfach Hosen, die das besser können, von Black Diamond zum Beispiel, es gibt von E9 Hosen, die sind einfach deutlich robuster gebaut, muss man so sagen. Was die Hochtourenausrüstung im Textilbereich betrifft bei La Sportiva, kann man sagen, sie sind gut, aber sie sind teuer und sie sind definitiv teurer als die eben vorher gezeigte Salewa-Textilien. Die sind definitiv billiger, auch was Sommermode betrifft, also auch was die Sommertextilien betrifft. Hier von Salewa so eine ultra leichte, kurze Hose, die ist, ich glaube, für 80, 90 Euro zu haben. Super toll fürs Trailrunning, aber auch einfach für heiße Sommerwanderungen. Absolut genial, wenn ich weiß, ich brauche keine lange Hose, es wird schönes Wetter haben. Das kann La Sportiva für diesen Preis einfach nicht. Die haben viel in diesem Segment definitiv auf Lager, aber ja. Gut, Thema Black Diamond. Black Diamond macht alles eigentlich ganz okay, würde ich sagen, aber nicht alles perfekt. Und das ist das, was mich so ein bisschen verunsichert. Die technische Ausrüstung, Expressschlingen, Klettergurte, Sicherungsgeräte, das ist alles okay. Die Textilien sind okay.
Also ich denke da jetzt an Kletterhosen, die sind okay. Es gibt nichts von Black Diamond, wo ich sagen würde, boah, Wahnsinn. Und Black Diamond hat eben auch viele Schrottprodukte im Sortiment. Kann man ganz direkt so sagen. Also die Pickel von Black Diamond, die gibt es von Schrott bis absolut genial. Die ganze Bandbreite. Man könnte den Schrott einfach streichen, aber dann wäre man relativ teuer. Der Schrott ist relativ günstig bei Black Diamond und das gilt leider für alles. Schrott-Klettergurte, Schrott-Expressschlingen, Schrott, also Schrott. Natürlich kein Schrott, also, aber zum Beispiel relativ schwer sind die hier jetzt. Und auch nicht ideal im Handling zum Beispiel. Sind aber günstig. Und da gibt es eben auch teurere. Die sind halt dann deutlich besser. Und ich finde, das könnte man vielleicht auch einfach weglassen und dann hätte man natürlich eine hochpreisigere Zielgruppe, aber man hätte eben nur qualitativ hochwertige Produkte im Sortiment. So muss ich sagen, im Durchschnitt okay. Da muss man sich halt dann eben so ein bisschen durchwühlen und sich die einzelnen Produkte anschauen, ob das jetzt eher aus der Abteilung günstig ist oder aus der Abteilung preiswert und brauchbar. Schwierig. Es gibt auch noch eine andere Marke, mit der ich oder zu der ich ein sehr besonderes Verhältnis habe, nämlich die Firma Dynafit. Dynafit. Dynafit? Dynafit? Ich weiß es immer noch nicht. Dynafit. Dynafit hat meiner Meinung nach in den letzten Jahren brutal abgebaut. Was die Qualität betrifft, nicht unbedingt, aber was den Preis betrifft. Ich kann mich erinnern, ich habe neulich ein Stirnband bei Dynafit gesehen für, ich meine, 50 Euro. 40. 40, ich glaube 40 Euro. 40 Euro, das war so dünn, dass du, wenn du das gedehnt hast, das ist ein ganz dünner Stoff, Plastik halt, aber wenn du das gedehnt hast, hast du die Finger hinter dem Stoff wirklich schön erkannt. Das war so richtig dünn für 40 Euro. Und ich habe das aufprobiert und ich hatte das Gefühl, mir ist kälter als ohne. Klar, es ist natürlich übertrieben, aber das ist einfach ein Stirnband, das kann ich für 20 Euro anbieten. Tolles Sommerstirnband. Vielleicht für den Schweiß. Aber Dynafit verkauft mittlerweile eben Produkte, für die ich gar keinen Anwendungszweck finden würde. Und sie spezialisieren sich sehr auf dieses Trailrunning-Thema, was meiner Meinung nach viele Probleme mit sich bringt, weil viele Bergsteiger dann die Trailrunning-Ausrüstung für die Berge benutzen. So, ach, ganz schwierig. Ist vielleicht auch Thema für ein eigenes Video. Aber ich würde sagen, die haben in der technischen, in der Textilqualität wirklich abgebaut. Technische Qualität bieten sie kaum bis gar nichts an. Außer Schuhe. Bei den Schuhen sind sie in Ordnung. Da weiß ich auch, dass die sind in Ordnung. Das kann man kaufen, kann man anziehen. Preislich normal, nicht absolut überteuert. Aber den Textilien, schwierig. Die machen eben sehr viel Werbung, brutal viel Werbung über so Markenbotschafter und über Influencer. Oh, ich find die Marke nicht einwandfrei. Da sehe ich wirklich ein paar Kritikpunkte. Muss man mal im Detail darauf eingehen. Das Video ist schon wieder viel zu lang. Viel zu lang. Mammut ist nochmal ein Thema für sich, wo ich auch nochmal kurz darauf eingehen möchte. Habe ich jetzt gerade nichts herumliegen. Habe ich auch alles im Speicher. Mammut hat sich in den letzten Jahren unfassbar in der Qualität nach unten geschraubt. Im Preis leider nicht. Die Mammut-Produkte sind wahnsinnig teuer. Also ich rede da von den ganzen, von der Eiger-Serie, von der Eiger-Extreme-Serie, Nordwand-Serie bei Mammut. Das sind Preise. Das ist, bitte. Das ist die Qualität nicht wert. Es gibt Konkurrenzprodukte, die das deutlich besser machen. Ich würde sagen, bei den Hardshell-Produkten waren sie lange Zeit wirklich Marktführer, definitiv, auch weit vor Ottobock und Co. Jetzt ist Autobox in den Markt eingestiegen, auch mit Hardshell-Produkten für hochalpine Touren. Das kann Autobox mittlerweile sogar besser. Sind auch unfassbar teuer. Also unglaublich. Also 600, 700 € für Jacken, Hosen im Hardshell-Bereich. Aber sie können es definitiv mittlerweile sogar besser als Mammut. Mammut ist qualitativ einfach abgestürzt. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das geht gar nicht mehr. Von dieser Schweizer Qualitätsfirma ist nichts mehr übrig. Das ist. Sie haben Probleme mit den Nähten, sie haben Probleme mit der Wasserfestigkeit, sie haben Probleme mit dem Design, sie haben Probleme mit intelligentem Hardshell-Design, mit intelligenten Lüftungsschlitzen etc. Da machen sie so viel falsch. Probleme mit der Passform? Wirklich nicht. Ich weiß, wie gesagt, habe ich eh vorher schon gesagt, super subjektiv. Aber sie haben qualitativ auch objektiv einfach abgebaut zu ihrer Vergangenheit. Vergleicht Produkte Mammut 2006, 2007.
Mammut 2018. Weltenunterschied. Ja. Gut. Thema Autovox auch noch. Die stellen relativ wenig Ausrüstung im technischen Bereich her, sondern relativ viel Textilausrüstung. Und das können sie wirklich, wirklich gut. Ich würde sagen, sie sind wahrscheinlich der beste Textilhersteller der Welt aktuell. Sie sind aber unfassbar teuer. Also, ich habe sehr viele Merino-Produkte von Autovox. Die funktionieren einfach gut. Handschuhe, Haube, Westen, Jacken, also so Fleece-Jacken etc. Das können die einfach wirklich gut. Aber das muss man auch bezahlen wollen. Also ich habe für meine Winterhaube von Autovox 60, 70 Euro bezahlt. Da kriege ich bei Salewa eine Hose. Da kriege ich bei Salewa sogar zwei kurze Hosen. Da kriege ich bei Salewa fünf T-Shirts. Also muss man halt wissen. Ich will es nur erwähnt haben, ich möchte so ehrlich sein, Autovox macht aktuell die besten Textilien am Markt. Natürlich, sie sind nicht perfekt, sie haben hier und da auch ihre Verarbeitungsfehler etc., aber definitiv die besten am Markt, aber mit Abstand die teuersten. Gleich danach Mammut mit miserabler Qualität, unglaublich teuer. Und habe ich noch eine Marke vergessen? Bestimmt. Ihr werdet mich darauf aufmerksam machen, welche Marken ich vergessen habe. Übrigens, ich weiß, Lowa, Meindl, Hanwag etc., alles tolle Marken, sind sehr, sehr klein. Ich gehe absichtlich nicht darauf ein, weil sie wirklich klein sind. Und ich bin ein großer Freund von kleinen Herstellern, aber sie haben eben nicht so ein großes Ausrüstungsspektrum, dass man da wirklich viel Unterscheidungen machen kann, hochqualitative Produkte und eher minderwertige Produkte. Deswegen, die großen Hersteller bieten hier deutlich mehr, unter Anführungszeichen, Angriffsfläche, weil sie einfach verschiedene Sparten bedienen. Und die kleinen Hersteller, wie gesagt, Hanwag, Meindl, die machen alle wirklich tolle Produkte, teilweise auch nicht. Und die kann man aber jetzt nicht so gut klassifizieren, in Kategorien stecken. Kommen wir also noch zu einem knackigen Fazit. Alle Marken haben ihre Plus- und Minuspunkte bekommen. Keine Marke ist in allen Belangen ein Top-Hersteller. Vieles ist an der Qualität objektiv einfach absolut schlecht. Manchmal ist die Preispolitik das Letzte. Und hin und wieder finde ich ganz subjektiv manche Aspekte nicht hinreichend umgesetzt. Und ganz oft bin ich einfach der Meinung, dass viele Hersteller die Sache einfach besser machen könnten. Grundsätzlich hat aber jede Marke so ihr Steckenpferd und ihre Kompetenzbereiche. Dass die Marken natürlich in allen Segmenten bestehen wollen, ist aus wirtschaftlicher Sicht vollkommen logisch. Schließlich kann man sowohl im Textilsegment als auch bei der technischen Ausrüstung richtig abcashen. Übrigens kann man sich die Spezialisierung auch irgendwie auch ganz gut erklären. Händler kaufen nicht einzelne Produkte bei einem Hersteller, sondern schließen Verträge mit den einzelnen Herstellern ab. In diesen ist ganz genau geregelt, was alles gekauft werden muss, wie es positioniert werden muss und wie fern man es verkaufen sollte. Das wird übrigens von den Herstellern auch sehr konsequent kontrolliert, ob das alles auch so wirklich umgesetzt wird. Das Problem ist aber dann, dass die Händler eben auch die miesen Sachen von einer Firma anbieten oder anbieten müssen. Obwohl eine andere Sparte der gleichen Marke ja eigentlich ganz gut wäre. So vermischt sich der Markt bei den Händlern stets, was einfach ergibt, dass man selbst in Fachgeschäften oder bei Fach-Online-Händlern viel sinnfreien Blödsinn findet. Am besten ist es natürlich, wenn man sehr genau in der Materie drinsteckt, die Technik und die Verarbeitung dahinter selbst kennt und sich von cool klingenden Begriffen nicht irritieren lässt und nur auf Materialangaben achtet. Wenn man aber mit denen nicht viel anfangen kann oder auch einfach nicht die Zeit hat, so tief in die Materie einzusteigen, dann ist man leider natürlich stets ein gefundenes Opfer für mangelhafte oder nicht einwandfrei optimierte Ware. Wenn ihr kein Opfer, sondern richtige Bergsteiger seid, dann habt ihr sicher schon unseren Kanal abonniert. Falls nicht, kein Problem, geht kostenlos, leicht und ihr seid dann immer up to date, wenn es bei uns ganze viermal die Woche neue Inhalte gibt. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergheil!